Bist du da drin? Sebastian? Kidman, ich bin's. Wenn du nicht gekommen wärst. Spar dir das. Es kommen bestimmt gleich noch mehr. Sebastian, was ist? Bleib weg! Ich bin verantwortlich für Sie. Es tut mir so leid, was du wegen mir durchmachen musst. Ich hab dir doch schon mehr als genug wehgetan. Er könnte dich benutzen, um mich aufzuhalten. Etwas voreilig mit der Waffe, Kid. Was haben Sie jetzt vor? Das, was nötig ist. Nein. Sie tun, was wir sagen. Sie bringen uns den Jungen, oder Sie werden... Glauben Sie wirklich, Sie können es aufhalten? Halt, verdammt! Ich verstehe nichts! Schluss! Sie haben Angst vor uns! Wow! Was zur Hölle ist das? Joseph! Unmöglich. Läuft das Ding noch? Zeit, das rauszufinden. Scheiße! Was machst du da? Antworte mir, Kinder! Können Sie unterscheiden zwischen Gut und Böse? Nein, nein, nein! Verdammt! Scheiße!
Ich lasse mich hier nicht festhalten. Was zum... Vielleicht kann ich mich da durchbrennen. Das lieber nicht. Warte, ich glaube, ich sehe einen anderen Weg. Wir treffen uns weiter unten. Zum Glück geht's Ihnen gut. Bitte, ihr müsst euch von mir fernhalten. Nach dem Brand und den Misshandlungen durch seine Eltern ist es ein Wunder, dass Ruben überhaupt zurechtkommt. Seine Arbeit ist nicht getrieben von Angst oder Gier oder Geltungssucht. Seine Motive sind reiner. Ich würde sagen, er ist besessen von der Möglichkeit, die Realität zu verändern, um wieder bei ihr sein zu können. Seine Narben wiegen schwer, physisch wie psychisch, aber der Verlust seiner Schwester wiegt schwerer. Seine Gefühle für sie sind fast schon inzestuös, aber solange ihn das antreibt, ist das in Ordnung. Ruvik versucht, die Kontrolle über ihn zu gewinnen. Vielleicht kann ich ihn aufhalten.
verdammt. Vielleicht kann ich Ruvik doch aufhalten. Leslie, wo bist du?